Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geist. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Sehr geehrter Herr Bischof Kreutler, wir freuen uns sehr, dass Sie, so wie vor 2 Jahren schon, auch heute wieder bei uns sein können. Alle die, die vor 2 Jahren dabei waren, können sich sicher noch gut erinnern. All denen, die nicht dabei sein konnten, kann ich das eigentlich nur so zusammenfassen, was eine Jugendliche damals nachher gesagt hat. Die hat gesagt, wenn jede Messe so wäre, dann könnte sie jeden Sonntag 2 Stunden dauern. Also war wirklich ein sehr schönes Erlebnis. Herzlich willkommen in Wiener Neudorf. Ich darf auch unseren ehemaligen Pfarrer Florian, der da ganz drüben sitzt, ich hoffe, Sie haben ihn alle gesehen, herzlich begrüßen, schön, dass du bei uns da bist. Du hast kein Flugzeug gebraucht, um zu uns zu kommen, aber immerhin eine längere Autofahrt. Auch dir herzlich willkommen. Und dann darf ich noch unseren Herrn Bürgermeister mit seiner Gattin begrüßen, die Vertreter der Gemeinde, die heute auch bei uns da sind. Schön, dass Sie auch da sind. Und so darf ich Sie bitten, jetzt mit uns Messe zu feiern und das Sakrament der Firmung zu spenden. Bevor wir nun Gottes Wort hören und gemeinsam Eucharistie feiern und während dieser Feier das Sakrament der Firmung spenden, möchten wir uns vor Gott als sündige Menschen bekennen und ihn um Verzeihung für unsere Fehler und für unsere Irrtümer, Missverständnisse, für alles, was uns trennt vom lieben Gott und uns trennt untereinander, bitten. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Gott.
Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Der Herr erbarme sich unser, er lasse uns die Sünden nach und führe uns alle zum ewigen Leben. Amen. Allmächtiger und barmherziger Gott, sende den Heiligen Geist auf uns herab, er wohne in uns und mache uns zum Tempel seiner Herrlichkeit. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, der mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Lesung aus dem ersten Brief des Apostel Paulus an die Korinther. Schwester und Brüder, keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden. So ist es auch mit Christus. Durch den Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen. Juden und Griechen, Sklaven und Freie, und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, liebe Firmlinge, Patinnen und Paten, eigentlich eigenartig, dass wir im September firmen. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise rund um Pfingsten, Mai, Juni, das sind die Firmtermine in der Erzdiözese. Aber der Heilige Geist ist nicht die Angelegenheit von 2 Monaten, sondern der Heilige Geist ist das ganze Jahr erfahrbar. Und das ist etwas schwierig. Wie erfährt man den Heiligen Geist? Wie ich das letzte Mal hier gewesen bin, kann mich erinnern und habe nochmal nachgefragt, ob das wirklich stimmt. Da habe ich vom Navi gesprochen, wenn Sie euch erinnern könnt, die damals da gewesen sind. Liegt schon. Ja. Es gibt Predigten, die man sich merkt. Gott sei Dank. Ich bin jedes Mal auch wieder in den Sinn gekommen. Ich komme von Göttweig. Ich war gestern noch in Göttweig und dann hat man mich da hergebracht. Ein guter Mensch hat mich hergebracht.
Und da ist auch das Navi wieder eingeschalten gewesen. Ich nenne es ja nicht Navi, sondern Susi. Das klingt ein bisschen besser. Und ja, gleich, wie wir weggefahren sind von Göttweig, da hieß es gleich einmal nach 300 Metern links abbiegen. Und so ging es weiter. Dann dem Straßenverlauf folgen und, und. Und da habe ich mich erinnert, habe mir gedacht, eigentlich es gibt kein besseres Beispiel, um es wenigstens ansatzweise zu verstehen, was der Heilige Geist in uns wirken kann. Man kann das einschalten und ausschalten. Oder ich kann es sogar überhaupt nicht mitnehmen. Ich kann es verkaufen und sagen, das brauche ich nicht, ich kenne eh den Weg. Das ist eben das Gefährliche, ich kenne eh den Weg. Wir kennen unseren Weg eigentlich. Kennen wir uns? Kennen wir unseren Weg? Wisst ihr und weiß ich, was morgen sein wird? Könnt ihr euch vorstellen, was in gut einem Jahr jetzt passieren wird? Ihr könnt vielleicht sagen, ja, ich gehe in die Schule, nachher gehe ich in die Fakultät und ich werde ins Berufsleben eintreten. Aber so ganz genau wissen wir das gar nicht. Wir wissen, was geschehen ist. Und wir wissen, dass wir heute hier sitzen. Das wissen wir in dem Moment. Aber was in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren passiert, da können wir uns ansatzweise können wir uns denken, ja, ich habe mich entschlossen, diesen Weg zu gehen. Und der Heilige Geist ist eigentlich gerade diese Macht, die uns auf diesem Weg begleitet und führt und zeigt, wo es lang gehen soll. Wir können Ihnen nicht vorstellen, dass, also wie die Susi da mit uns geht, dem Straßenverlauf folgen, aber wir können uns jedes Mal, wenn wir vor einer Entscheidung stehen, können wir sagen, lieber Heiliger Geist, gib mir deinen Geist. Weil es gibt geistvolle Menschen. Gibt es das? Geistvoller Mensch, was ist das? Was ist ein geistvoller Mensch? Der hat es in sich, würde ich sagen. Und der weiß, wo es lang geht. Und es gibt leider Gottes auch geistlose Menschen. Und da wird es gefährlich. Geistloser Mensch, der dreht sich im Kreis und weiß überhaupt nicht, was passiert rund um ihn und was er will, weiß überhaupt nichts. Und hin und wieder haut es ihn wieder hin, dann steht er zwar wieder auf, aber er hat keine Orientierung, ist orientierungslos, wie besoffen. Orientierungsloser Mensch, weiß nicht, wie es lang geht. Ja, der Heilige Geist gibt uns Orientierung. Katharina, wo ist sie denn? Eigentlich wollte ich von euch wissen, was ihr das, wie ihr euch vorbereitet habt, aber das hat der gute Clemens bereits gemacht. Du hast ganz sicher gedacht, Gott sei Dank ist das bereits, ich habe nämlich mit Ihnen ausgemacht, dass Sie uns erklären, was da alles passiert ist in den letzten Monaten. Im Saal drin haben Sie mir schon gesagt, na, wir haben uns schon seit November, ist der Clemens hat das korrigiert. Wo ist er denn, der Clemens? Ah, da ist er. Der hat das korrigiert, er hat gesagt, Oktober, also so lange seid ihr zusammen gewesen. Und es sind verschiedene Dinge, wie ich bereits gemerkt habe, verschiedene Dinge sind passiert. Ihr seid nicht einfach zusammengesessen und habt nichts getan. Ihr habt vieles unternommen. Und jetzt kommt der Tag. Das ist der Tag, den der Herr gemacht. Die Firmung. Und die Firmung ist gefährlich. Wisst ihr, warum die Firmung gefährlich ist? Weil man oft meint, jetzt sind wir am Abschluss. Und da möchte ich den Maurice Pierre fragen, wo ist er? Maurice Pierre, was hast du für eine Ansicht? Die Firmung hört heute auf, oder? Jetzt wird man gefirmt, da kommt ein Bischof sogar aus Brasilien, der war schon einmal da. Die Kirche ist pumpvoll, das ist sicher nicht jeden Tag, jeden Sonntag. Ich werde euch nichts unterstellen jetzt, aber... Ich werde auch den Pfarrer nicht fragen. Ja, und dann gibt es
Nein, hoffentlich ein gutes Mittagessen. Habt ihr das im Sinn? Die Patin schaut mich ein bisschen an. Jetzt lächelt sie. Dann gibt es ein gutes Mittagessen. Und hoffentlich, oder? Gibt es das? Ja, wie jeden Tag. Na, besser das mal, oder? Ja. Und dann ist das abgehakt. Maurice, ist das abgehakt dann? Alles Ende. Firmung ist erledigt. Ja. Also, die Firmung, die Spendung des Sakraments, da hast du recht. Ich hätte gerne nach vorn holen, aber. Ganz kurz, brauchst keine Predigt halten, aber. Aber ich möchte einfach sagen, du hast gesagt, die Firmung ist, ich komme rauf, darfst drauf kommen. Die Firmung ist das Sakrament, die Spendung. Ja, aber. Aber, und das aber möchte ich von dir hören. Aber. Aber es geht noch weiter. Ja. Mit verschiedenen Sakramenten. Ja. Wie zum Beispiel der Hochzeit. Ich hoffe, dass du eine gute Partnerin dann findest. Ja. Ja. Aber geht es eigentlich nur um die Sakramente oder ist in deinem Leben, in unserem Leben, ab der Firmung nicht irgendeine Verpflichtung da oder Verantwortung, dass wir übernehmen, dass wir das im Lichte des Geistes Gottes tun, wo immer? Du brauchst keine Predigen auf der Straße halten und in der Schule, keineswegs. Aber meinst du nicht auch, dass die Leute spüren sollten, der hat Prinzipien, ja. Der hat Werte? Finde ich auch, ja. Findest du auch? Ja. Ja. Ihr alle auch? Oder nicht? Dass man Prinzipien hat. Ich möchte diesen Weg gehen in der Kraft und im Licht des Heiligen Geistes. Er möge mir den Weg immer zeigen. Das wünsche ich dir und euch allen. Dankeschön. Maurice Bier, mach's gut. Da sitzen also in den ersten paar Reihen sitzen eigentlich nicht nur Firmlinge, wie ich da sehe. Was sind das die anderen Leute dann? Wer sitzt neben dir? Dein Firmpate. Und kannst du mir eventuell sagen, warum du gerade unter Tausenden, Abertausenden von Männern diesen Paten ausgewählt hast? Hast du eine Idee? Du hättest ja ganz andere Menschen, jemand vom anderen Ende von Österreich holen können. Einmal war ich bei einer Firmung und dann, das war im Bregenzer Wald, wisst ihr, wo das ist, oder? Habt ihr eine Idee, ja? Im Bregenzer Wald. Kann mich gut erinnern. Dann habe ich ein Mädchen, so wie du, gefragt, ja, und deine Patin, wo kommt die her? Und dann sagt sie mir ganz klar, aus Wien. Na, 100% aus Wien, ja, aus Wien. Wunderbar. Ja, die war eine echte Wienerin als Patin im Bregenzer Wald. Und dann habe ich noch nachgefragt, ja, wie bist du zu dieser Patin gekommen? Hat sie mir gesagt, WhatsApp. Und ich habe das eigentlich gar nicht verstanden damals. Ich meine, in Brasilien hatten wir das noch nicht. Und da muss ich erst einmal nachfragen, was das überhaupt ist. Und dann bin ich draufgekommen. In der Zwischenzeit habe ich das selber. Ja, sicher. Aber du hast nicht über WhatsApp gemacht, oder? Nein. Aber warum gerade den? Würde ich auch gern rausholen. Aber traust du das nicht? Ja, komm bitte, du bist so hübsch. Na, man kann ja unter vielen Menschen was auswählen, oder? Auf einmal fällt die Wahl auf eine bestimmte Person. Du kannst dich beeinflussen lassen. Hat die Mama das zu dir gesagt, hol dir den? Nein. Also, wie ist das gelaufen? Ich habe schon länger jemanden gebraucht. Ja. Und er war immer im Sinn irgendwie, weil meine andere Schwester hatte seine Freundin. Ja. Als Firmenpatin. Ja. Und deswegen war ich schon immer im Gedanke. Und dann im Sommer habe ich gesagt, ja, ich nehme ihn. Und dann habe ich ihn gefragt. Dann was sagt er? Ja. Ja. Und da war er erschüttert, oder? Ich hoffe natürlich. Jetzt lacht er nämlich. Ich weiß nicht, wie es damals gewesen ist. Ja? Schau mal an. Sehr erfreut. Das ist hübsch, oder? Das ist schön. Ja. Also wird dein Leben lang wirst du diesen Herrn als Firmenpartner haben.
Weil, liebe Firnpaten, das hört nicht auf heute. Das ist eine geistliche Verwandtschaft, die da zu Wege kommt. Und ich hoffe, dass ihr einander nicht nur trifft, wenn die Dame oder der Herr dann zur Hochzeit kommt und dann ist alles vorbei. Da erinnert man sich dann dran, ja, wie geht es mit den Einladungen? Ja, da ist auch noch der Firmenpate oder die Firmenpatin, die muss ich doch einladen zu meiner Hochzeit. Das hoffe ich nicht, dass die Verbindung bestehen bleibt. Meinst du nicht auch, dass das schön wäre? Ja, das wäre sehr schön. Ich danke dir recht herzlich. Ja. Also, liebe Firmenpatinnen und Firmenpaten, das ist eine Verantwortung, die ihr übernommen habt. Und meist, wenn ich frage, warum, dann, das sagen nicht alle, aber im tiefsten Herzen ist es so, weil ich sie oder ihn gern habe. Weil jemand, den du nicht gern hast, den wählst du nicht als Firmenpatin oder Firmenpatin, oder Anna? Man muss die Patin gern haben. Und das ist einfach schön. Ich möchte von euch nur das eine, dass ihr diese Liebe und dieses Vertrauen nicht missachtet. Das wünsche ich mir von euch. Und ihr braucht keine guten Ratschläge zu geben. Mein Gott, in diesem Alter, wenn man immer Ratschläge gibt und gute Räte gibt, das finden die jungen Leute meistens, das hab's gern, hast du das gern? Immer einen guten Rat geben, jeden Tag, jetzt predigst du schon wieder und. Wie die reagierten die jungen Leute meistens so, mein Gott, liebe Mama, lieber Papa, so, das hast du so oft gesagt. Kennst du das? Wir waren alle so einmal früher. Das ist nicht die heutige Jugend. Wenn wir ältere Semester mit angehäufter Jugend daran denken, wie es früher war, war es ähnlich. Die jungen Leute heute sind vielleicht viel mehr herausgefordert. Das ist einfach der Fall. Und da brauchen sie auch jemanden, der zu ihnen steht. Und diese Solidarität, die zeigt man nicht nur durch Worte, sondern man soll spüren, der ist mit mir unterwegs. Das Miteinander und Füreinander. Und das möchte ich euch auf den Weg geben, dass wir in unserem Leben das Miteinander leben. Nicht nur mit Patin und Paten, mit den Eltern und mit Geschwistern, sondern auch versuchen mit den Menschen. Der Diakon Ossi hat gesagt, hat dieses Evangelium gelesen, wo Jesus hineinkommt und sagt, Friede sei mit euch. Der Friede bedeutet, dass wir das Miteinander suchen. Und noch viel mehr, der Friede bedeutet, dass wir auch füreinander da sind. Dass wir den Egoismus ablegen und nicht so denken, was bringt mir das, was habe ich davon. Es wäre besser, wenn wir sagen würden, was bringt das uns, was bringt das, was haben wir davon. Aber nicht nur ich. Wir sind nie allein auf dieser Welt. Aber wenn wir uns verkapseln in uns selber hinein, dann wird nie Friede sein. Friede wird immer möglich sein, wenn wir die Hand ausstrecken, die Hand oder uns umarmen. Das ist das Zeichen des Friedens. Ich mache dich gern, du kannst mit mir rechnen, ich bin auch für dich da. Wenn wir das leben, ein ganzes Leben lang, dann wird das Leben anders und Frieden beginnt auf dieser Welt. Wenn die Menschen immer mehr merken, dass wir eigentlich nicht Leute sind, die nur zufällig miteinander da sind, unterwegs sind, sondern dass wir zusammengehören. Jenseits aller Grenzen von Rassen und Ideologien und ich weiß nicht was. Wir gehören zusammen. Wir beten jedes Mal, und ich wünsche euch, dass ihr das auch jeden Tag tut, das Vater unser. Wir sagen, niemand betet Vater mein, sondern Vater unser. Und wenn wir das so sagen, dann sagen wir auch gleichzeitig, wir sind alle Geschwister. Das müssen wir wieder lernen. Das ist Grund, das Evangelium in seiner tiefsten Grundlage. Wir sind alle Geschwister. Das ist nicht immer einfach, aber ich weiß, dass in den Familien die Geschwister auch hin und wieder streiten. Aber sie hören nie auf, Geschwister zu sein. Nie. Das ist unmöglich. Das müssen wir lernen. Auch verzeihen müssen wir lernen. Aber das Miteinandergehen, das ist so wunderschön, wenn wir wissen, wir gehören zusammen, wir gehen miteinander. Und dass auch dieses Miteinander weitergeht, jenseits der Firmenspendung jetzt, das wünsche ich euch von Herzen.
und uns allen, die wir hier sind. Und jetzt könnt ihr das Amen sagen. Aber wir singen es bestens. Was bedeutet das Amen? Da kann ich auch noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe das übersetzt und habe gesagt, Amen, es ist Aramäisch, wie Jesus gesprochen hat und Maria, Josef und die Apostel, die haben Aramäisch gesprochen. Und das bedeutet, die einen übersetzen es so, so möge es sein. Und die anderen übersetzen es, ich bin einverstanden. Ich bin einverstanden. Wenn ich Amen sage, dann ist das ist wahr. Ich bin einverstanden. Und dann habe ich auch einen Firmling gefragt, in der vierten Bank war, was würdest du das übersetzen? Schreit er raus, es passt. Ja, das ist es, es passt. Das ist wichtig. Und das singen wir jetzt. Können wir das singen? Amen. Amen, so möge es sein. Lieber Gott, ich bin einverstanden. Geh mit mir den Weg. Schenk mir deinen Geist, damit ich nie vom guten Weg abkomme. Amen. Die Firmlinge mit den Paten bleiben jetzt stehen. Die anderen dürfen Platz nehmen. Lieber Herr Bischof Erwin, danke für deine frohen und ermutigenden Worte an unsere Firmlinge, an die Paten, aber ich denke an uns alle als Pfarrgemeinde. Denn wir alle wurden einmal getauft, einmal gefirmt und bei uns allen sollte das mit der Firmung nicht abgehackt sein. So war das auch eine gute Erinnerung an uns alle. Liebe Firmlinge, der Bischof hat mich gebeten, dass ich euch jetzt an eure Taufe erinnere, an das Versprechen, das damals eure Eltern stellvertretend für euch gegeben haben. Und dieses Versprechen, das wollt ihr jetzt vor dem Bischof, vor dieser großen versammelten Gemeinde erneuern. Und so frage ich euch, liebe Firmlinge mit euren Patinnen und Paten, widersagt ihr dem Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes leben zu können, so antwortet ich widersage. Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, so antwortet ich glaube. Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist von der Jungfrau Maria, der gelitten hat und begraben wurde, von den Toten auferstand und zur Rechten des Vaters sitzt, so antwortet ich glaube. Glaubt ihr an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der wie einst den Aposteln am Pfingstfest, so heute euch durch das Sakrament der Firmung
in einzigartiger Weise geschenkt ist, so antwortet: Ich glaube. Ich glaube. Glaubt ihr an die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben, so antwortet: Ich glaube. Das ist unser Glaube, der Glaube der Kirche, zu dem wir uns in Jesus Christus bekennen. Und so darf ich euch, liebe Firmlinge, jetzt bitten, vor dem Bischof, vor dieser Gemeinde, euer Firmversprechen zu sagen. Ich möchte Ich lade nun die Priester und den Diakon und die bei der Firmvorbereitung dabei gewesen sind oder die Firmvorbereitung übernommen haben, Clemens, hier nach vorne, wer noch mehr? Mit mir zusammen die Hände ausbreiten über euch zum Zeichen unserer ganz besonderen Zuneigung zu euch Firmlingen und auch zum Zeichen, dass ihr Verantwortung übernehmen werdet. Das war nämlich früher auch so. In der Apostelgeschichte hat man die Hände ausgebreitet oder die Hände aufgelegt und damit hat derjenige oder diejenige, denen die Hände aufgelegt wurden, Verantwortung übernommen. In der Kraft des Heiligen Geistes breiten wir die Hände aus. Lasst uns beten, Schwestern und Brüder, zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er den Heiligen Geist herabsende auf diese jungen Christinnen und Christen, die in der Taufe wiedergeboren sind zu ewigem Leben. Der Heilige Geist stärke sie durch die Fülle seiner Gaben, und mache sie durch seine Salbung Christus, dem Sohn Gottes, ähnlich. Amen. Allmächtiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, du hast diese jungen Christinnen und Christen in der Taufe von der Schuld Adams befreit. Du hast ihnen aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt. Wir bitten dich, Herr, sende ihnen den Heiligen Geist den Beistand. Gib ihnen den Geist der Weisheit und der Einsicht, des Rates, der Erkenntnis und der Stärke, den Geist der Frömmigkeit und der Gottesfurcht. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Danke.
jetzt bekommt sie einen tosenden Applaus. In den Fürbitten wollen wir nun all unsere Anliegen vor Gott bringen. Es werden Firmlinge diese Fürbitten sprechen, aber auch Paten und Eltern. Wir stehen dazu auf. Guter Gott, durch deinen Heiligen Geist bist du uns immer nahe und begleitest uns auf allen unseren Wegen. Deshalb dürfen wir immer wieder zu dir kommen und dich bitten. Durch das Sakrament der Firmung wurden wir heute mit den Gaben des Heiligen Geistes gestärkt. Guter Gott, wir bitten dich, dass du uns auf unserem weiteren Lebensweg begleitest und uns den richtigen Pfad des Lebens zeigst. Wir bitten dich, erhöre uns. Durch unsere Eltern und in unseren Familien haben wir Schutz und Geborgenheit erfahren. Gute Freunde haben unseren Lebensweg begleitet. Guter Gott, wir bitten dich. Beschütze unsere Eltern, die Geschwister und unsere Freunde in allen Situationen, wo sie nicht mehr weiter wissen. Es ist schön zu sehen, wie wir aus unseren Kindern langsam erwachsene Menschen werden. Immer mehr müssen und dürfen wir sie in die Selbstständigkeit entlassen. Guter Gott, wir bitten dich. Gib auf unsere Kinder Acht auf ihrem Weg ins Erwachsenenalter und schenke ihnen Menschen, die sie auf diesem Weg begleiten. Wir bitten dich, erhöre uns. Als Firmpaten sind wir dankbar für das Vertrauen dieser jungen Menschen in uns. Als Freunde und Wegbegleiter wollen wir ihnen zur Seite stehen. Guter Gott, wir bitten dich. Gib uns ein gutes Gespür für die uns anvertrauten Jugendlichen und genügend Zeit, um ihnen gute und vertrauensvolle Begleiter zu sein. Wir bitten dich, erhöre uns. Als Firmbegleiter durften wir unsere Firmlinge in der Zeit der Vorbereitung auf dieses Sakrament immer besser kennenlernen. Wir haben versucht, sie am Leben unserer Pfarrgemeinde teilhaben zu lassen und die Freude am Glauben neu zu entdecken. Guter Gott, wir bitten dich. Stärke die Menschen, die sich in unserer Gemeinde einbringen, und hilf uns, einen Platz und ein offenes Ohr für alt und jung zu haben. Es ist uns eine große Freude, dass Bischof Kreutler, Erwin Kreutler, uns das Sakrament der Firmung gespendet hat. Wir haben in der Zeit der Vorbereitung auch von seiner Arbeit in Brasilien erfahren und seinen großen Einsatz für die Menschen. Guter Gott, wir bitten dich. Sorge für Bischof Erwin und die Bewohner Brasiliens, welche oft in Angst leben müssen. Gib Bischof Erwin auch weiterhin viel Kraft für seine Arbeit als Seelsorger und um deine Botschaft in die Welt zu tragen. Wir beten dich, Herr. Dir sei Lob und Ehre, guter Gott, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Du hast deine Gläubigen mit dem Heiligen Geist gesalbt und sie mit dem Leib und dem Blut deines Sohnes gestärkt.
Begleite sie mit deinem Segen, damit sie gegen alle Widerstände des Bösen ein heiliges Leben führen und Werke der Liebe zur Freude deiner Kirche und zum Wachstum deines Volkes. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat das Werk der Erlösung vollbracht. Er ist aufgefahren über alle Himmel und thront zu deiner Rechten. Er hat den Heiligen Geist, wie er den Jüngern versprochen, ausgegossen über alle, die du zu deinen Kindern erwählt hast. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde, sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Christoph, unserem Bischof Erwin und allen Bischöfen, unsere Priester und Diakone,
mit allen Frauen und Männern, Kindern und Jugendlichen, die einen Dienst in unserer Kirche tun. Gedenke auch jener, die in der Taufe zum neuen Leben geboren und von dir in dieser Feier mit der Gabe des Heiligen Geistes gestärkt wurden. Und bewahre in ihnen das Geschenk deiner Gnade. Gedenke unsere Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt. Dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir beten nun das Gebet, das Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus hat den Heiligen Geist gesandt, damit er die Kirche aus allen Völkern in Einheit und Liebe zusammenfüge. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Geben einander das Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Im Namen Gottes, du nimmst den Herrn in der Welt, erbarme dich unser. Im Namen Gottes, du nimmst den Herrn in der Welt, erbarme dich unser. Im Namen Gottes, du nimmst den Herrn in der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das in Weg nimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wer von diesem Brote isst, wird in Ewigkeit leben.
Lasset uns beten. Herr, du hast deine Gläubigen mit dem Heiligen Geist gesalbt und sie mit dem Leib und dem Blut deines Sohnes gestärkt. Begleite sie mit deinem Segen, damit sie gegen alle Widerstände des Bösen ein heiliges Leben führen und Werke der Liebe zu tun, zur Freude deiner Kirche und zum Wachstum deines Volkes. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lieber Herr Bischof Erwin Kreutler, wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit und all die Mühen auf sich genommen haben, heute hier bei uns in Wiener Neudorf zu sein. Darum wollen wir uns im Namen aller Firmlinge bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Unserer Großgruppentreffen während der Firmenvorbereitung wurde uns viel über Sie, Ihr Leben und Wirken erzählt. Deshalb ist es für uns etwas ganz Besonderes, dass Sie unser Sakrament der Firmung gespendet haben und mit uns feiern. Trotz aller Schwierigkeiten und Gefahren gehen Sie den Weg des Glaubens und setzen sich mutig und furchtlos für Ihre Überzeugungen ein. Gerade durch Ihre Hilfsbereitschaft und Bescheidenheit gelingt es Ihnen, Herr Bischof Kreutler, die Welt ein Stück besser zu machen. Für uns sind Sie ein großes Vorbild, das uns zeigt, dass jeder Einzelne von uns die Fähigkeit hat, sein Umfeld auf eine besondere Weise mitzugestalten, im Glauben Halt zu finden, um Hoffnung und Liebe ausstrahlen zu können. Darum nochmal ein ganz großes Dankeschön. Lieber Herr Bischof Erwin Kreutler, wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen weiterhin viel Freude, Kraft und Gottes Segen. Ihre Wiener Neudorfer Firmlinge. Da kann ich nicht mehr viel dazu sagen, außer den Dank noch ein bisschen auszuweiten. Ohne die Firmenbegleiter, die heute in der ganzen Kirche verstreut sind, da vorne und der Rossi dort, oben am Chor und dort hinten, ohne euch wären wir heute nicht hier und könnten keine Firmung feiern. Vielen Dank. Und dann natürlich auch all die, die heute diese schöne Feier möglich gemacht haben. Ganz hinten oben der Chor und die Musiker, die uns so schön begleitet haben. Hier unten im Altarraum hinter mir die Ministranten, die so zahlreich da sind. Das ganze Pfarrcafé-Team, das für die Agape jetzt im Anschluss gesorgt hat. Eigentlich ist es mehr ein Kuchenbuffet und Sektempfang als eine Agape. Und die vielen, vielen anderen Helfer, Maria, unsere Pfarrsekretärin, die die ganzen organisatorischen Tätigkeiten übernommen hat, und alle anderen, die große und kleine Aufgaben übernommen haben, um heute das möglich zu machen. Euch allen Dankeschön. Der Bischof wird jetzt Kreuze segnen, die wir direkt von Bethlehem bekommen haben und die auch dann die Firmlinge als Firmengeschenk mit nach Hause nehmen dürfen. Herr, segne diese Kreuze. Sie sind das Zeichen der Liebe bis zum Äußersten, damit wir den Mut und die Kraft haben, zu lieben. Nicht nur auf uns selbst zu schauen, sondern auf unsere Mitmenschen. Das bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Ich möchte mich auch recht herzlich bedanken für eure
euer Dasein, euer Miteinander. Ich möchte mich bedanken für die Einladung, wieder hier in Wiener Neudorf das Sakrament der Firmung spenden zu dürfen. Es ist für mich auch eine erhebende Feier, wenn ich merke, wie die jungen Leute so mit tun und wie die älteren Leute, die Leute mit angehäufter Jugend, auch da sind, um den jungen Leuten zu zeigen, wir sind mit euch. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, ein herzliches Vergelt's Gott für alles und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag heute, vielleicht scheint die Sonne, und ein ganz gutes Mittagessen, allen miteinander. Der Herr sei mit euch. Segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn. Firmlinge sind jetzt eingeladen, die Firmlinge nach vorne zu kommen in den Altarraum, wo der Bischof euch das Firmgeschenk überreichen wird. Und dann bleiben wir auch gleich vorne zum gemeinsamen Gruppenfoto. Thank you.
Segne uns und diese deine Gaben, die von deiner großen Güte empfangen werden, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich wünsche wohl zu speisen. Danke. Guten Appetit. Jeder esse, was er kann, nur nicht seinen Nebenmann. Eu sou feliz na comunidade, na comunidade. Eu sou feliz na comunidade, eu sou feliz. Me dá onda. Eu sou feliz na comunidade, eu sou feliz. Eu sou feliz na comunidade, eu sou feliz. A comunidade do Nordeste luta pela libertação, pra acabar com tanta fome, pra acabar com a opressão. Eu sou feliz na comunidade, eu sou feliz. Eu sou feliz na comunidade, eu sou feliz. Die Foto von mir, wer ist jetzt noch? Weiß, Steirer Missionare, Vizeprovinzial und viele Jahre auch in Brasilien, hat dort auch seine Doktorarbeit geschrieben und heute die Messe in Maria Lanzendorf, gefeiert. Gut, danke Franz fürs Kommen, fürs Singen mit uns. Herr Bürgermeister, ein paar. Jetzt weiß ich nicht. Ach, wenn du mir ein Vortritt gibst, mache ich immer. Das gerne. So männerdominiert muss ich natürlich schauen, dass die Frau dazwischen kommt. Ich habe vorher schon gefragt, wer ist denn dieser Mann? Dann haben mir diese wenigen Wahlfahrer gesagt, dass sie die Messe gehalten haben. Sie waren mir unbekannt. Also, wir haben ja heute doppelt gemoppelt, weil wir immer Wahlfahrt haben an diesem Sonntag. Und jetzt hat sich die Pfarre teilen müssen und der Großteil ist ja da geblieben, weil sie einfach sie sehen wollte und mit ihnen die Messe feiern durfte. Ich hätte nicht mehr Platz gehabt in der Kirche. Nein, also das musste ich jetzt schon sagen, weil sie haben uns ja gefragt, ob die Kirche öfters so voll ist. Ja. Sie ist schon öfters so voll, auch an einem normalen Sonntag. Nur, was wir dazu sagen müssen, nicht mit so vielen Jugendlichen. Also das ist das Problem. Aber sonst können wir mithalten, schon an vielen Sonntagen mit den Messbesuchern. Wir unterstützen sie ja schon jahrelang vom Pfarrcafé. Und ich muss sagen, heute war es ganz toll, dieses Pfarrcafé. Wir haben uns bereit erklärt, es zu machen für die Firmen. Und dann waren so viele helfende Hände, weil das Team, das sich entschieden hat, das zu machen, hätte das alleine nie gestemmt. Weil einfach so viel Power heute dahinter war. Und wir dürfen Ihnen heute den Rainer Dreck ganz unschädlich. Ja, über den Tisch. Sie ziehen mich nicht über den Tisch und ich ziehe Sie nicht über den Tisch. Aber Sie müssen mir versprechen, Sie müssen es sinnvoll verwenden. Was meinen Sie, was wäre das Gegenteil? Das darfst du selber aussuchen. Ich stelle das jetzt nur in den Raum. Ich sage Dankeschön fürs Kommen. Und ja, ich komme hinüber. Nein, ich komme selber. Weil über den Tisch. Es war für mich einfach so schön, diese Zusammenarbeit heute wieder zu beobachten. Und singen wir vielleicht Amen kurz. Es war mir, dieses Amen ist immer, es war schon bei der letzten Firmung einfach so bewegend,
Und vielleicht singen wir es jetzt schnell nochmal. Josef, geht das? Dass wir gemeinsam dieses Amen. Passt schon! Passt schon! Herr Bischof, lieber Herr Pfarrer, ich bin der Einzige vom Gemeinderat hier, es tut mir leid für den Gemeinderat, wir werden das verdoppeln. Ich beschließe jetzt einmal. Ja, die Firmlinge haben sich sehr bedankt, dass sie heute bei uns waren. Ich darf das als Bürgermeister auch tun. Es war vor 2 Jahren schon ein Riesenerlebnis, ich glaube, für uns alle und heute wieder. Mich verbindet mit der Firmung sehr viel. Das war eigentlich, ich habe es Ihnen schon erzählen dürfen, eigentlich wollte ich seinen Job haben. Und das hat mit der Firmung zu tun. Wir waren ja eine sehr, das war so Anfang der 70er Jahre, eine sehr einfältige Jugend. Es war viel einfacher, wir hatten kein Navi, wir haben kein WhatsApp, wir haben nichts gehabt. Und unser legendäre Fernsehpfarrer Müller, ich weiß nicht, ob manche ihn noch kennen, hat uns Jungen irgendwo eingebläut, zu Pfingsten passiert was. Da kommt die Erleuchtung. Und wir waren wirklich alle in der Kirche und als der Bischof, was kann man, ich weiß den Bischof nicht mehr, aber jedenfalls haben wir alle auf die Erleuchtung gewartet. Und 3 von uns haben sich eingebildet, wir haben die Erleuchtung gehabt. Das war der Konrad Wittmann, das, den ihr ja kennt, das war der Rupert Klima und das war ich. Und wir, darf ich das sagen, ja, ich darf sagen, verraten, wir haben immer einen tollen Platz zum Schulstadion gehabt. Die Ottmarkirche in Mödling hat ganz oben so einen Turm. Und kein Mensch hat uns da gefunden und gesucht. Und wir haben dann nach der Firmung alle 3 gesagt, jetzt haben wir die Beleuchtung, wir werden Priester. Der Konrad hat es durchgezogen, wie ihr wisst, leider nicht ganz geschafft. Geschafft schon, aber es ist nicht mehr. Ich bin irgendwann einmal nach ein paar wenigen Jahren draufgekommen, dass es 2 Geschlechter gibt und warum es 2 Geschlechter gibt. Schöne Gabi. Die Gabi ist also an dem schuld, dass ich eigentlich meinen Traumjob, ich weiß noch, wie ein guter Pfarrer war, ich weiß es wirklich nicht, keine Ahnung. Gut, also Bürgermeister wäre jetzt was anderes. Ich möchte Ihnen was ganz Persönliches von mir nach Brasilien mitgeben. Mein ursprünglich angestammter Beruf ist der eines Schriftstellers. Nur da habe ich auch bald erklärt, da kannst du keine Familie ernähren. Ich bin dem ein bisschen treu geblieben, habe nicht sehr viel Zeit. Habe jetzt wieder ein neues Buch geschrieben, das ich am 18. Oktober vorstellen werde. Und ich möchte Ihnen das erste Exemplar, ich habe es seit ein paar Tagen nach Brasilien mitgeben. 4 Zeilen für Gott und die Welt. Meine Kinder kennen es auch schon, die haben glaubt, ich habe etwas Theologisches jetzt geschrieben. Nein, also ich versuche in der Lyrik Dinge zu machen, die andere nicht machen. Ich habe mich in 4 Zeilern probiert und einfach über Gott und die Welt geschrieben. Ich möchte es Ihnen nach Brasilien mitgeben. Vielleicht sagen Sie mir irgendwann einmal, ob es Ihnen gefallen hat oder nicht. Und wahrscheinlich sind in 2 Jahren sind Sie eh wieder da. Aber noch früher habe ich gehört, noch früher. Ich habe Sie, glaube ich, schon ausgetauscht. Seitens der Gemeinde, es war ein großartiges Erlebnis. Danke, dass Sie da waren und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bravo. Labrasso kommt auch noch. Ach so. Labrasso, die Umarmung. Die Umarmung. Ach so.